Hallo Schweinewelt, hier ist der Steinrabe mit meinem 10. Update-Video schon. Und was wir heute machen werden, ist hier einen Bauernhof mit einem Reisfeld anfangen. Wir werden die Grundplatte designen, bauen. Ich denke, ich werde mit dem Boden schon mal hinkommen, die Reisfelder vorbauen oder zumindest grundlegend alles hinbauen. Ob ich schon zum Haus komme, weiß ich noch nicht. Das letzte Mal haben wir ja hier den Flusslauf mit Bepflanzung und vor allem mit diesem Schilfrand ausgestattet. Und ja, das Haupthaus wurde fertig vom Sichi Yuan, vom Hof. Und das sieht eigentlich ziemlich genial aus. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Ich nehme diese Platte hier mit, damit ich weiß, wie ich das Ganze arrangieren muss. Und soll, und wir sehen uns dann gleich wieder am Bautisch. Die grundlegenden Arbeiten sind erledigt. Mal wieder fehlen mir Platten und Teile und was man sonst so alles braucht, um alles fertig zu machen. Vielleicht schaffe ich es irgendwie oder überlege mir was, wie ich trotzdem hier das Ganze fülle und nicht mit Grün fülle, sondern mit anderen Farben und dann hier vielleicht das Bauernhaus drauf baue. Und hier sieht man die Reisfelder zumindest angedeutet, in ja, derzeit 5 Stück aufgeteilt. Hier ist dieser Übergang vom letzten Mal, das heißt, hier würde das Wasser gestaut werden, hier kommt es rein und dann flutet es hier die ganzen Felder. Die ersten Grundarbeiten sind erledigt. Wie man sieht, ich habe hier, ich zeige euch mal, wo die Platte aufhört, ich habe hier mit grünen Platten grundiert. Ich habe hier die Reisfelder schon mal ein bisschen vorbereitet. Hier fehlen mir Platten. Da muss ich schauen, was ich mache. Wahrscheinlich werde ich hier mit anderen Farben zumachen und dann hier das Haus drauf bauen. Also so eine kleine Bauernkarte oder so ähnlich. Und genau, die Reisfelder sind soweit vorbereitet. Auch da fehlen mir die Teile für das Wasser. Ich werde wahrscheinlich diese dunkelblauen ausprobieren oder Trans Clear Black. Ich glaube, das sieht wahrscheinlich sogar am besten aus. Das muss ich ausprobieren, wenn ich die Teile habe. Das heißt, hier werde ich noch ein bisschen Feld bauen. Also nicht Feld, sondern hier diese Wiese weiterbauen. Hier überlege ich mir noch, was da hinkommt. Hier kommt das Bauernhaus hin. Hier überlege ich mir auch noch was hier hinkommt. Und hier werden die Reisfelder vorbereitet. Das soweit. Ist relativ viel passiert. Diese Platte ist 60 auf 40 breit. Das heißt, ich habe alles wieder grundiert. Einige Platten höher gestellt. Ja, wie immer von diesen Grundarbeiten, man sieht nicht viel. Aber Zeit ist trotzdem reingeflossen. Eine schwere Entscheidung steht an. Welchen Style an Reis will ich? Das hier ist mit den neuen Pflanzen. Oder Pflanzenteilen, die es gibt. Mit, naja, da sind zwei auf einmal. Mit den hier. Und das hier ist mit den alten Pflanzenteilen gemacht. Die sind eindeutig besser zu benutzen. Leichter drauf zu machen. Aber darum geht es nicht. Es geht um den Stil, um den Look. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich lasse jetzt beide drauf, gucke mir das länger an, warte wahrscheinlich sogar, bis das Wasser drin ist, sodass ich den Effekt mit dem Wasser sehe und dann werde ich mich erst entscheiden. Ansonsten habe ich hier noch alle Platten fertig gelegt, das heißt die Basis von diesem Modul ist fertig. Ich habe hier ein bisschen die Mauer weitergemacht, aber noch nicht ganz fertig, da mir hier noch runde Steine fehlen. 1x1er in hell und dunkelgrau. Und wie gesagt, habe hier mit einer anderen Farbe unterlegt und hier mit einzelnen 2x6er Plates das Ganze belegt. Was ich sagen muss, das sieht man hier, 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 da. Es gibt sehr, sehr große Farbabweichungen. Diese Farbabweichungen kommen nicht nur daher, dass ich mehrere Hersteller benutze, sondern vor allem die großen Platten habe ich mir alle im Blue Brick Store gekauft. Und ich bin, naja,
Unzufrieden kann ich nicht sagen, denn für so einen Naturboden, für so einen, ja, Gartenboden ist das okay. Aber normalerweise muss ich sagen, naja. Könnte auch sein, dass hier, dass das dunkelgrün ist, aber ich kann es nicht sagen. Also das sind wirklich, das sollte eigentlich ein Grün sein. Und man sieht schon sehr, sehr große Farbabweichung. Ist mir bei anderen Farben ehrlich gesagt so noch nicht aufgefallen. Naja, das war's mit dem Boden. Noch ein bisschen gehämmert, weil ein, zwei Starts nicht gescheit drin waren. Und ich melde mich wieder. Ich denke, dass ich jetzt ein bisschen hier mit dem Bauernhaus weitermache. Ich habe jetzt an einer kleinen Bauernkarte oder Hütte gearbeitet. Ich will das Ganze hier so schräg reinbauen. Eigentlich gar kein Problem. Ein bisschen Flat-Tiles unten drunter und mit einzelnen Noppen festmachen. So müsste das eigentlich ganz gut halten. Oder was man auch machen kann, ist einfach hier die Ecken quasi so einmauern, dass es sich nicht mehr bewegt. So dass es gar nicht festgemacht ist, sondern einfach nur sich nicht mehr auf die Seiten bewegen kann. Das zeige ich euch aber im nächsten Update. Ich wollte euch jetzt nur, oder im nächsten Cut, ich wollte euch jetzt nur das Innere dieser kleinen Karte hier zeigen. Hier habe ich so zwei, ja, Truhen, Betten, Schrankbetten gebaut. Als Idee quasi vom europäischen Mittelalter, wo man auch Truhen oder Bänke genommen hat, um drauf zu schlafen. So habe ich mir auch gedacht, hier so eine Art kleiner Schrank, wo die Leute drauf schlafen. Zweimal, zwei Betten, zwei Schränke zum Verstauen. Ein bisschen Feuer, ein bisschen Haushaltsgegenstände. Das war's. Und hier draußen auch noch mal so ein bisschen Zeug von den Bauern, irgendwelche Säcke, irgendwelche Kisten, Werkzeuge. So kann man es vielleicht sehen. Werkzeuge, um hier den Reis anzubauen. Und das Dach ist auch schon fertig. Na, die Wände sind auch schon fertig und das Dach von dem Teil hier ist fertig. Das werde ich euch als nächstes zeigen und danach noch das Dach drauf machen. Das Bauernhaus soll ja recht ärmlich aussehen, auch im Vergleich zu den anderen Gebäuden. Darum habe ich hier nur ein Fundament aus Steinen außen rum gelegt. Das habt ihr ja eben gerade schon gesehen. Und der Kamin ist aus Steinen gebaut. Ansonsten so eine Art Fachwerk aus, einfachstes Fachwerk aus Holz und hier drin so eine Art Lehm oder ähnlichem von den Farben her. Ich musste Dark Tan nehmen, denn ja, dieses Light Tan hatte ich nicht mehr als Steine, aber das ist ganz gut, denn so kommt dieses Strohdach deutlich besser raus, auch im Vergleich zum Rest des Hauses. Das finde ich eigentlich sehr, sehr gelungen. Das sind, wo sind sie? Eine Menge dieser Roboterarme und dieser Stangen kombiniert zu einem strohähnlichen Dach. Die Rückseite ist nichts Besonderes. Hier habe ich noch so ein Fenster eingebaut, auch auf recht ärmliche Art und Weise. Einfach Holz. So ein bisschen noch dieses Gittermuster versucht hinzubringen, oder nicht versucht, das ist mir auch gelungen. Und jetzt kommt das Dach noch oben drauf. Das Dach der Bauernkarte ist fertig. Und ich finde, es ist ziemlich gut geworden, ehrlich gesagt. So. Ich versuche mal so eine Kamerarundfahrt zu machen. Freihändig. Oder ich hole das hier raus und drehe das Ganze. Das ist die Rückseite. Ich habe wieder eine andere Dachtechnik verwendet. Diesmal mit diesen 1x1 Bricks oder mit diesen 1x1 Cones. Ich weiß nicht, unter was genau sie laufen. Mehrere übereinander gestackt, in verschiedenen Richtungen angeordnet. Das Ganze realisiert über diese Modified Bricks mit Stud zur Seite. Quasi hier so reingesteckt, sodass es in zwei Richtungen geht. Und dann, ich versuche das mal hier, quasi so übereinander gelegt. Hier oben festgemacht, hier unten festgemacht. Hier vorne über dem Eingang ein bisschen modifiziert, sodass es weiter rausschaut. Hab dann auch hier den Boden vorbereitet. Das Haus wird nicht festgemacht, sondern es wird einfach reingestellt. Und über die Winkel hält das Ganze dann.
Das soweit zu dem Haus. Dann kamen heute Pakete von Bricklink. Das heißt, ich kann hier sowohl am Baum weitermachen, als auch überall an der Bepflanzung. Es kamen noch ein paar weitere Teile, aber das sind meistens oder waren eigentlich alle Füllmaterial, die irgendwelche 1x1er, die einfach billig waren, oder 2x6er Blades, die einfach wenige Cents gekostet haben. Alle möglichen Steine für Untergrundarbeiten, die ich jetzt hier nicht zeige, weil sie einfach, ja, einfach alle möglichen Farben in billig waren. Das heißt, ich mache mich jetzt an die Bepflanzung und dann sehen wir uns wieder. Hier kam noch ein kleines eingezäuntes Gehege dazu. Ich denke, dass ich hier Schafe oder Schweine reinsetze. Mal schauen, was ich irgendwie billig bekomme oder wo ich rankomme überhaupt. Dann habe ich hier noch den Weg ein bisschen nach hinten gesetzt. Denn bis circa hierher geht die Brücke in der Stadt. Von daher kann der Weg nicht an die Brückenwand enden, sondern geht hier so ein bisschen dran vorbei. Hier habe ich die Abgrenzung oder die Befestigung für die Hütte ein bisschen versteckt unter Blumen. Hier drüben genauso. So einen coolen Hund, den ich kostenlos bei einer Bestellung mit dazu bekommen habe. Und dann habe ich hier noch einen Bauern hingestellt, der gerade ein neues Reisfeld anfängt. Hier schon mal angefangen hat, das Loch zu graben. Hier so ein bisschen der Aushub. Auch wenn ich gerade sehe, es ist mehr Aushub als Loch, aber das ist egal. Ich finde, es sieht trotzdem gut aus. Was noch fehlt, sind die Reisfelder. Noch hier und hinter der Hütte ein bisschen. Und vielleicht kommt hier noch ein bisschen was dazu. Ihr seht, auch hier wurde ein bisschen mehr an Bepflanzung. Hier das Schilffeld wurde ein bisschen auf das Feld erweitert. Das heißt aber, für das nächste Mal, der Anfang wird sich hauptsächlich um das Reisfeld drehen und hier die restlichen kleinen Ecken noch fertig machen. Und ansonsten werde ich das nächste Mal wohl was Neues anfangen. Muss ich mir noch überlegen, was das wird. Aber mit dieser Überraschung lasse ich euch alleine. Und da ich auch noch nicht weiß, was es wird, wird es wohl der beste Cliffhanger ever. Denn wir werden beide überrascht werden, also ihr und ich, was das nächste Mal passiert. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video.